Eine noch imaginäre Linie, von unbekannter Hand gezeichnet, führt über die Originalkarte aus dem Jahr 1913. Sie zeigt sofort die bestechende Idee, eine Verbindung vom Zugspitzgipfel immer die Gratschneide entlang bis zur Alpspitze. Mit dieser Karte warb die Sektion München für ihr Projekt, den höchsten Bergweg Deutschlands. Es sind über 5 Kilometer Luftlinie. Wie auf einem natürlichen Steg durch Landschaft, Wolken und Himmel, stets der Linie folgend, die Wetter, Wind und Erosion durchs Gebirge gezogen haben. Der Jubiläumsgrat, ein klingender Name für den Münchner Konrad Kirch und für Rudi Berger. Vor einem halben Jahrhundert stand er zum ersten Mal an dieser Stelle. Es war also 1952 oder 1953, war meine erste richtige große Bergtour, bevor ich dann angefangen habe zu klettern. Ich hatte zwei Kollegen in der Firma, da war einer, wollte genauso gerne ins Gebirg wie ich, und einer war ein bisschen erfahrener und hat gesagt, geht's mit mir und ein bisschen älter, das machen wir. Ne? Und ja, das haben wir auch gut überstanden, aber ich habe mir letztens erst einmal wieder so ein Foto angeschaut, so altes, da am Kreuz von der Alpspitze, am Gipfelkreuz, und da habe ich gesehen, dass man so richtig mit hängender Zunge unterm Kreuz ging. Also es hat uns damals schon sehr geschlaucht, aber es war schön und eindrucksvoll. Ne? Das Sprungbrett von prominentester Stelle in die Wildnis zu bauen für die Zivilisation, das war der Ehrgeiz vor einem Jahrhundert, als auf dem Zugspitzgipfel das Münchner Haus errichtet wurde. Eine Unterkunft für die Bergsteiger und eine Wetterstation. Bei den Jubilaren der Sektion, die für 25 Jahre Mitgliedschaft mit einem silbernen Edelweiß geehrt wurden, bürgerte sich ein besonderer Brauch ein. Sie gaben im Gegenzug eine Spende für den Bau eines Jubiläumswegs. Bis 1915 wurden 9.400 Mark ausgegeben. Die Investition erfolgte an höchster Stelle, dem Gratweg von Deutschlands höchstem Gipfel mitten durch Landschaft und Wetter. Ein unvergängliches Konzept. Bis heute bestätigt der Hüttenwirt vom Münchner Haus, Hans-Jörg Bacht. So eine Aussicht wie heute mit den Nöbien alles, das habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ich muss gleich überlegen, wie die Berge alle heißen, weil das alles schaut anders aus heute. Ganz eigenartig ist das. So ändert sich das hier, da beobachte ich es jeden Tag ganz stark. Hat immer wieder ein ganz anderes Gesicht. Der schaut jeden Tag alles anders aus. Das ist. Heute muss ich ein Futterbrett holen nach Jahren wieder, weil das ist halt ein besonderer Abend wieder heute. Gott sei Dank gibt es Höhen ja. Schlechte Aussichten, sagt der Wetterbericht. Deshalb gibt es kaum Augenzeugen für das Wettergeschehen rund um den Zugspitzgipfel. Dann ist der Tag gekommen. Gratwetter. Der Bergkamm schält sich aus den Wolken. Die Wegstrecke misst 8 Kilometer. Die normale Gehzeit beträgt 1 Kilometer pro Stunde. Also sind es rund 8 Stunden bis zum Endpunkt. Acht Stunden ohne Fehltritt, ständig auf der Gratschneide über zwei Tälern. Dem Rheintal im Süden und im Norden, tief unten, der Höllentalferne. Im Bereich der Höllentalspitzen ist erst die Gratmitte erreicht. Auf dem Weiterweg bauen sich neue Hindernisse auf. Die äußere Höllentalspitze, die Volkarspitze und der Hochblassen. Zur Angerhütte, auf dem Boden des Höllentals, fällt die Felswand rund 1000 Meter tief ab. Solche tiefen Dimensionen begründeten früher die schaurige Faszination des Gebirges. Das Grathüttel gewährte notdürftigen Unterschlupf.
in deiner Sturm- und Drangzeit, da hast du vom Nimbus und so weiter geschrieben. Wie hieß der Satz? Ach Gott, ja, es ist der Nimbus des Ernsten und Gefährlichen, der mich reizt. Das habe ich damals so geschrieben, zu der Zeit auch noch. Ne? Wenn heute einer in dem Alter ist, dann denkt er da nicht mehr so. Da waren wir ja so, ja, direkt nur ein bisschen von Eugen Guidolama beeinflusst oder so. Ne? Das Gebirge, das muss ernst und gefährlich und drohend sein, dann ist das halt was. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das halt liest, dann lache ich drüber. Aber ja, damals war ja halt so. Über 100.000 Kubikmeter Fels sind vor Jahren mit dem halben Gipfel der Volkaspitze ins Höllental gestürzt. Die 40 Meter Drahtseilpassage über die steile Felswand ist jetzt die letzte Schlüsselstelle. Kraftkletterei an dünnem Seil und glattem Fels. Luftig und vogelfrei über dem Talkessel von Garmisch-Partenkirchen. Mein lieber Spitz. Aber da ist Luft. Unter dem Massiv des Hochblassen haben Konrad und Rudi nach 8 Stunden das Ziel erreicht. Und jetzt am Ende? Ja. Fast, aber noch 5 Minuten. Wie geht's euch? Gut. Gut. Oh, müde, ich geb's zu, müde. Die alten Deppen. Sonst fällt nichts. Aber jetzt ein Divan oder ein Kaffeehaus war schön. Gelohnt hat sich's. Ja. Ja. Nee, war schon gut. Passt schon.